Ja, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von mir bei eurem Shadow und zwar der Wind Waker HD und wir sind im letzten Part stehen geblieben vor dieser eisernen Tür, aber jetzt haben wir den Schlüssel und es geht jetzt schon ab. Achso, ich kann den angreifen eigentlich, aber naja. Und jetzt Bounce. Das war irgendwie Fail, weiß der Teufel warum. Frag mich nicht. Da komme ich jetzt aber gerade noch nicht weiter. Vielleicht muss ich alle besiegen, wer weiß. Und das war ziemlich scheiße gerade von mir. Bam. Boah, jetzt war links Schnauze gerade ein bisschen nah bei mir. Ach so, der. Ich steck fest, Alter. Alter. Du gehst mir so auf den Piss. Bams. Alter, der war so richtig mein Weg vom Feinsten. Okay, wie auch immer. So. Hat jetzt nicht irgendwas fallen gelassen? Doch, eben. Nein, aufheben. So. Vielleicht mit Feuer kann ich das jetzt noch wegschlagen. Anscheinend nicht nur brennen. Ja, kann ich das nicht irgendwie wegwerfen? Ja, genau so. So, geh darauf. Und darf ich raten? Okay, es geht nicht wieder noch nach unten, wie bei den meisten Fällen, nein. Okay. Schon gedacht, was war das jetzt? Sally. Ja, du bist ein Nazi. Aua. Das hat sicherlich weh getan. So, jetzt nochmal. Bounce! Nein, nicht schon wieder! Warum machst du das? Du bist ja so ein Behinderter. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein hier. Hier, Schwert auspacken und jetzt einfach schlagen und schauen, dass du nicht gleich stirbst, Mann. Jetzt kannst du ihn anvisieren. Und jetzt soll es eigentlich kein Problem mehr sein. Kann ich den dann hoch? Nein, okay. Das kann ich. Und welches Schaf schnauzt die ganze Zeit hier rum? Hoch, geh hoch! Schneller! Ich will nicht verbrannt werden. Alter, du behindertes Schaf, halt die Schnauze. Oh, da ist ein Vogel. Bam. Okay. Das ist aber schnell down. Anpressen, ja, wäre nicht so schlecht. So, jetzt einfach schnell dadurch. Oh nein. Und das sieht ein bisschen komisch aus. So ganz bisschen, ja. Okay, das müssen wir wegsprengen. Oh. Nein, was machst du denn? Ich wollte eigentlich nicht springen, Mann. Na klar, ich darf von da starten. Und irgendwo hätte ich eine Bombe zünden müssen, ehrlich? Oh nein, da warte ich jetzt, weil es kommt bestimmt nochmal. Wow, wow, wow. Ja, jetzt kommt's erst. Hey, wie assi ist denn das? Geh einfach hoch. Kletter einfach um dein Leben. So, das war jetzt nicht so das Problem jetzt eigentlich. So, nochmal den Vogel. Eigentlich hätte ich jetzt den treffen müssen, ja. Aber war nicht der Fall. Gibt es da irgendwas? Oh, ein Herz, geil. Könnte ich eigentlich gebrauchen. Bam. Aber ich habe gerade nichts zum... Egal. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Zum Wegsprengen habe ich gar nichts. So. Kann man drehen. Schön hier bleiben. Jetzt einfach nicht gleich runterfallen. Und das sieht echt ein bisschen krank aus. Okay. Muss uns aber gar nicht interessieren, was da abgeht. Ja, aufheben. Ja, das wird schwer. Keine Chance hast du. Aber es muss doch irgendwie einen Weg geben, darüber zu kommen. Oder bin ich jetzt so ein bisschen behindert? Hm.
Anderer Weg gibt's gerade gar nicht. Nö, das bringt sicherlich auch nichts. Wenn ich jetzt irgendwas drücke. Steuerkreuz oder sonstige, was? Nö. Ich kann auch nicht irgendwie nach vorne. Aber was vielleicht gehen kann, ist, wenn ich wieder hochkomme. So. Und dann nicht. Okay, ich muss kurz schauen, wie ich das am besten anstelle. Also seid dabei, ich muss kurz cutten, sorry. Okay, Leute. Es hätte eigentlich nicht so viel Fantasie brauchen müssen, aber ja. Ich weiß nicht, wieso ich nicht gleich auf das gekommen bin. Fragt mich ehrlich nicht, bitte. Ich habe no idea. Und das kann ich jetzt einfach so sprengen, nehme ich an, oder? Reicht das? Jo, locker. Locker, flockig, weggesprengt das Ganze. Einfach öffnen wäre noch so eine Sache. Sorry, jetzt muss ich gerade wegen meinem Programm schauen. Das hat sich irgendwie aufgelöst, kann man fast sagen. Oh mein Gott. Greifen. Achso, ich muss mir jetzt eine Treppe bauen, oder wie sieht's aus? Okay, hier kann ich noch einen wegnehmen. Ja genau, so soll es eigentlich gehen, oder? Ja. Da auch nochmal. Und rein mit dir. Und da sehe ich doch schon was. Und die kommen die, glaube ich, immer wieder raus, oder? Oh. Uhuhu. Bounce, das sind doch böse Mäuse. So, das kann man auch greifen. What the fuck? Shadow, diese durchtriebenen und diebischen Ratten. Die, ja, das wissen wir, oder? Ja, Futter und Rattenlöcher. Mehr hast du uns nicht gesagt. Okay. Wie auch immer. Auf zur Truhe. Das ist nicht so das Problemchen jetzt. Aua. Ich möchte nur die Truhe öffnen. Besten Dank. Oh, Magic Music. Den Kompass, okay. Das haben wir nicht. Den haben wir echt noch nicht. Ich habe schon eine Idee. Bam. Kann ich den noch weiter greifen? Nein, das geht nicht. Weil ich dachte, ich könnte den... Ich kann ja nicht mit dem... Teil hier laufen, oder? Und schon wieder das ein Rätsel angesagt. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so gut in denen, ja. Vielleicht ist da was irgendwie drin, ne? Ja, das war sehr hilfreich. Hilfreich vom Feinsten. Kann ich das nicht irgendwie... Genau, hahaha, ich wusste, ja, ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass man das, Alter, dass man den wirklich weit werfen kann. Deswegen bin ich gerade auf die Idee gekommen. Den Schlüssel haben wir, geil. So, jetzt lässt sich die Tür ja auch öffnen. Und wir kommen den Schritt immer ein bisschen näher. Und es gibt ja die frische Luft, ne? Hier einfach hier aufpassen. Ja. Hier ist ein Schlüssel auch versperrt. Wir brauchen hier auch wieder was. Oh nein. Ja, komm einfach. Du bist ein Assi, Mann. Ja, mach nochmal. Komm. Komm, bam. So, jetzt können wir den Schlüssel aber ganz locker nehmen. War eigentlich ein bisschen unnötig, dass ich mir einen Treffer eingesteckt habe. Weiß der Teufel, warum? Und warum er immer gegen die Wallen knallt? Finde ich auch ein bisschen scheiße. Und ja, braucht man anscheinend ein bisschen mehr Versuche. Wie es so ausschaut. Anscheinend ist es knifflig oder was?
Achso, das kann ich hier abbrennen, genau. Und da kann ich bestimmt Lisa noch anzünden, ja. Aber die Truhe hier nicht vergessen, weil die kann vielleicht noch ein bisschen, oh, ein bisschen wichtig sein. Wer weiß. Nee. Ja, Glücksamulett. Können wir nicht gut gebrauchen, aber naja. Warum auch immer wir so viele von den Stäbchen bekommen haben, finde ich irgendwie sinnlos, das Ganze. Und bam. Ich habe mich auch treffen lassen, glaube ich, oder? Ja, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen dran gekommen. Und einfach rein da. Schwupp! Was sind wir denn hier? Ah, okay, das ist eine Abkürzung anscheinend einfach. Aber ich möchte wirklich gerne wieder da rein. Und am anderen Ende wieder rauskommen. Sonst muss ich alles nochmal von vorne machen. Das wäre ein bisschen behindert, kann man schon sagen, ja. Die nächste Tür ist auch schon bereit zum Aufmachen, ja. Oh. Was geht jetzt vor sich? Gegen den müssen wir kämpfen, oder was? Kenne wohl nicht dein Ernst sein. Bounce! Ah, den feinen Schlag haben wir schon gegeben. Okay. Aber das war ja jetzt nicht alles, oder? Muss ich... Nee, ich muss keine Rätsel lösen. Einfach mal die Treppe hoch. Ein bisschen umschauen, was es hier noch sonst geben könnte. Nicht runter, was... Musst du wirklich nicht machen. Und jetzt habe ich wirklich gar keinen Plan. Muss ich alle Vasen irgendwie zerschrotten, oder? Okay, da hat es auf jeden Fall Feuer. Das hat sicherlich was mit dem zu tun. Ja, ich habe schon gesehen. Also von dem her. Kurz anzünden. Das in Fachen. Dann soll es eigentlich... Oh. Okay, eine Truhe. Ich hätte jetzt eigentlich gerechnet, dass die Gitterstangen von den Türen weggehen, aber naja. Anscheinend bekommen wir doch was Größeres als gedacht. Das Dungeon-Item möglicherweise. Die Schatzkarte, okay. Ist doch auch nochmal was. Ja, das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr gebrauchen, nehme ich mal an. Aber wo könnte ich... Oder besser gesagt... Wie kann ich denn das... entsperren? Irgendwas mit der Karte jetzt? Nö, das zeigt uns eigentlich nur an. Da waren wir ja. Haben wir wirklich da was vergessen jetzt? Sieht so aus. Ich hoffe, das war jetzt nichts Wichtiges. Da ist der Boss, okay. War doch gut für die Info. Aber jetzt... Ernsthaft? Also ich kann mal probieren, ob alles... Ah, warte mal. Obwohl kaum kann ich das mit dem schlagen, oder? Nee, das ist massiv. Massiv vom Feinsten. Ja, vielleicht... Können wir das, ja. Geht ein bisschen schneller. Vielleicht ist ja was versteckt in denen. Aber anders kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, du sollst es einfach schlagen. Bam. Genau so. Ich kann es mir eigentlich nur so irgendwie vorstellen, ja. Bam. Ja, wusste ich doch. Also einfach mal dreimal in die Schnauze knallen hier. Bam. Hahaha. Aber leider kann ich das irgendwie nicht mitnehmen. Das geht auch nicht kaputt. Vasen gehen kaputt, das ist klar, aber das nicht, nein. Muss auch nicht klar sein. Okay, aber ein Gegner ist bestimmt noch versteckt. Das riecht sich doch schon. Anders. Und das ist wahrscheinlich eh der. Der hier oben. Oder? Das ist die hier, das kann auch sein. Ich wäre eigentlich froh, wenn es das hier ist. Ja. Bounce. Komm ruhig nochmal. Bounce. Ja, du bist im Pfostenlauf. Schön nochmal rein hier.
So, jetzt aber genau. Entsperre dich, mein Lieber. Jetzt können wir auch hoch. Ganz chillig, ja. Haben wir es doch noch hingekriegt, einigermaßen? Nein, du. Der ist irgendwie behindert. Also, der macht gerne Sport an der Leiter, habe ich das Gefühl. Und jetzt reagiert die Steuerung schlecht gerade. Oh. Okay, oh. Scheiße. Wasser brauche ich anscheinend, ja. Oh ja, das werde ich benötigen, mein Lieber. Bam! Aber ich habe nicht unendlich viele. Also von dem her. Scheiße. Bitte sind noch alle da. Okay, sonst wäre es ein bisschen bitter gewesen für uns. Aber du musst dir doch nicht gleich den Arsch verbrennen. Es gibt keinen Grund. So, jetzt aber nochmal. Bam. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht wirklich erlöschen. Ist ganz okay. Aber jetzt nehme ich das nochmal. Dann lasse ich mich ein bisschen beeilen hier. Das ist doch so behindert. Junge, das ist doch echt nervig. Und das Witzige ist, ich habe nicht unendlich Versuche. Ja, nimm es doch! Sei doch nicht so ein Depp, Mann! Ja, wir können es eigentlich auch so, aber ich weiß nicht, ob er mit dem so sprengen kann. Okay, das kann er wenigstens. Ach so, ja, warte mal. Das kann gut sein, jetzt einfach hier so warten. Und dann mit voll Ach und Krach hoch. Hoch mit dir, bevor es wieder zerspringt und dann sind wir in den Arsch gefickt geworden, Mann. Okay, lass uns weitergehen. Was sagt die Karte uns eigentlich? Okay, im OG2, hier findet der Boss statt. Bam. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss von dem Boss. Ah. Hab dich gesehen. Ich werfe den Mond einfach mal in die Mitte. Ja, dann nichts passiert eigentlich, super. Oh Gott, scheiße, das war jetzt echt behindert von mir. Also was gelernt, Bomben nicht schlagen. Eine Tür? Und was ist das andere? Was ist denn hier? Irgendein Bonus oder... Okay, aber ich glaube kaum, dass der auch an den Anfang führt, oder? Tatsächlich doch. Ja super, das bringt aber wirklich gar nichts jetzt. Okay, anscheinend geht das alles an den Anfang zurück. Oh Mann, nein. Jetzt sag mir nicht, ich muss... alles nochmal machen. Nein, okay. Zum Glück. Kann ich einfach durch. Nee, das werde ich jetzt nicht cutten. Dafür mache ich mir jetzt wirklich nicht die Mühe. Das ist auch nicht so lang, also von dem her. Aber wenn Link jedes Mal gegen den behinderten Kopf schlägt, Mann. Nein, das darf ich machen. Wow, komm. Perfektes Timing vom Feinsten, Leute. Das war ein Timing. Jeder, der sagt, er hatte das. Das war Timing vom Feinsten. Okay, gut. Sorry, Leute, aber es ist einfach nervig. Wo sind wir hier gelandet? Oh mein Gott. Oh, das ist ein bisschen wütend, habe ich das Gefühl, ja. Wenigstens kann ich hier die Rolle machen. Und das geht. Ey, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht so gegen den reden, ja. Super. Können wir schon mal gegen zwei Stück kämpfen? Bam. Boah, das nehme ich doch gleich mal. Das sag ich mir einfach mal. Was hast du gesagt? Bam. Oh, scheiße. Die ziehen, glaube ich, ein bisschen viel ab. Ja, nee, ein Viertel eigentlich nur. Also nur ist auch ein bisschen übertrieben, aber naja. So. Oh mein Gott. Oh, scheiße.
Scheiße. Oh, jetzt auch gegen so einen Spassi. Wir mögen uns noch... What the fuck? Oh, Scheiße. Alter, der ist immer echt stark. Unser erstes Game Over in dem Spiel. Na klar, speichern. Fortsetzen. Was? Ja, wenigstens können wir die Abkürzung nehmen. Ja, ich werde das. Das muss ich jetzt cutten. Das ist immer echt krass. Und ich höre. Ich sollte mich nicht immer so treffen lassen, ey. Ja, Leute, wir werden uns wirklich beim Boss wiedersehen. Also, schaltet das nächste Mal auch wieder ein bei The Legend of Zelda: The Wind Waker HD.